Alex, du bist immer so negativ. Immer redest du über Dinge, die dir nicht gefallen und was dir daran irgendwie aufstößt. Da machst du irgendwelche blöden Witze über den oder die und lässt die in einem schlechten Licht stehen. Und überhaupt, die Julia Engelmann hat doch überhaupt niemand was getan. Und ja, ich gebe es freimütig zu. Ich finde ganz schön viele Dinge echt doof. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, ich drehe jetzt mal den Spieß um und überlege mir mal, was ich eigentlich gut finde. Das war schwierig. Aber ich habe tatsächlich ein paar Sachen gefunden und daraufhin habe ich dann eine Liste geschrieben, damit ich das auch nicht vergesse, was ich eigentlich gut finde. Und wollte euch heute mal vorstellen, was denn so die Dinge sind, die ich gut finde und was mir das Herz erwärmt. Und als ich das dann so durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, Scheiße, das klingt ja wie aus so einem Klischee. Ich fange mal an, ihr werdet gleich merken, was ich meine. Also das Erste, was mir eingefallen sind Waldspaziergänge. Und zwar zu jeder Witterungsbedingung und zu jeder Tageszeit eigentlich auch, außer es ist halt echt stockfinster, dann ist es schwierig, weil man dann auf die Fresse fällt. Also ich, Wurzeln und nicht gerade Wege und überhaupt Dinge, die mir im Weg liegen, ganz schwieriges Thema. Gerade auslaufen prinzipiell auch nicht so einfach. Ja, also Waldspaziergänge, das ist sowas zum Runterkommen, ne? Wo man einfach mal weg ist von Menschen. Ich glaube, das ist auch das, was ich an Waldspaziergängen so schätze. Und ich mag Bäume, ne? Deswegen, also ich sehe Bäume und Laub und es riecht gut. Und wenn es nach nassem Laub riecht, das mag ich. Das sind so Sachen, die bringen mich irgendwie auch so runter, ne? Und deswegen ist der Wald für mich so ein Ziel, wo ich ein bisschen zu mir selbst finden kann irgendwie. Und da fangen wir nämlich schon an mit diesen ganzen Klischees der Metalhead und Baumkuschler und Wald und Einsamkeit und Menschen alle weg. Aber es stimmt irgendwie. Also dazu auch noch Regenwetter. Ja, vor allen Dingen, als ich jetzt dieses Jahr in Irland war, ist mir aufgefallen, es gibt so ein ganz angenehmes Regenwetter, das noch ein bisschen anders ist als das Regenwetter bei uns so, ne? Dass, wenn es in Deutschland regnet, dann ist alles grau und eklig. Aber wenn es in Irland regnet oder in England regnet, dann ist alles irgendwie so leicht und luftig und trotz dessen, dass es genauso grau ist, wirkt das alles irgendwie angenehmer. Ich weiß auch nicht. Ne? Und in Kombination einsame, menschenverlassene Inseln. Ne? Ich hatte es auf Instagram letztens gepostet, ein Bild von der Ines Moore. Genau, Ines Moore von den Aran Islands. Was quasi im Endeffekt ja nur eine ganze Ebene Steine ist. Ne? Steine auf Stein und so ein bisschen Gras dazwischen. Aber als ich da gelandet bin, dachte ich mir so: Alex, nach diesem Ort hast du schon dein ganzes Leben lang gesucht. Einfach mal frei von allen Menschen. Ruhe, Regen, Steine. Ich mag Steine. Ja, doch, schon, ich mag Steine. Das ist jetzt das nächste Klischee, dieses typische: Oh, Geografen, ha! Sind ja die, die Steine mögen. Ich mag aber auch Galerien und Museen. Also ich mag Kunst generell. Wer hätte es gedacht, wenn man sich so anguckt, was wir bei Van Thieling machen. Also ich mag Kunst wirklich sehr gerne und schaue mir gerne Bilder an und stehe da stundenlang und vertiefe mich in Details und verliere mich in irgendwelchen Fantasien zu den Bildern. Und damit meine ich jetzt nicht Fantasien mit Aktbildern, ne? Ja, tatsächlich bin ich so ein ganz langweiliger Typ, der gerne durch Museen und durch Galerien läuft. Das mache ich wirklich extrem gerne. Und glücklicherweise habe ich da mit Lena jemanden, der es zumindest erträgt. Außer Galerien. Galerien mag sie auch nicht so richtig. Also, ja. Also, falls mal jemand mit mir in eine Galerie gehen möchte, ich würde mich sehr freuen. Ja, und damit verbunden. Ihr merkt, da ist so ein Gedankenfluss drin. Ich mag sehr gerne Städtetrips. Also ich besuche gerne fremde Städte. Das müssen auch nicht mal große Metropolen sein. Ich schaue mir einfach gerne Städte an. Ja, also nicht nur städtebaulich gesehen. Stadtgeografie ist auch sehr interessant zum Beispiel. Siedlungsgeografie. Nee, also ich schaue mir gerne Städte an. Architektur interessiert mich. Aber auch so irgendwie das ganze Flair einer Stadt so aufzunehmen und das zu erleben. Und das mag ich wirklich sehr gerne und deswegen bin ich halt auch gerne mal einfach mal für ein, zwei Tage in irgendeiner Stadt unterwegs, ob das jetzt mal Prag ist oder Zürich oder Florenz, ne? Einfach mal rauskommen, was Neues sehen und so eine Stadt auf sich wirken lassen, weil jede Stadt so ein ganz eigenes Feeling hat, ne? Genau wie Halle so ein ganz eigenes Feeling hat, wie
Halle hat zum Beispiel ein ähnliches Feeling wie Krakau, finde ich, aber da gehen wir jetzt, glaube ich, in die Metaphysik. Wobei man sagen muss, städtebaulich, Krakau und Halle ähneln sich da sehr. Was ich mir aber auch sehr gerne angucke, sind Burgen. Wer hätte es gedacht? Da bin ich auch viel unterwegs. Und nein, mein Name Parabelritter von dem Channel stand nicht davon, dass ich ein unglaublicher Ritterfetischist wäre oder so. Das stimmt überhaupt nicht. Das war einfach nur Zufall. Aber ich mag Burgen trotzdem sehr gerne. Und damit verbunden auch Ruinen. Und so Urban Exploring finde ich auch sehr spannend. Allerdings muss ich ein bisschen aufpassen, wenn ich Lehrer werden will, sollte ich mich da nicht so erwischen lassen, was meine Aktivität in letzter Zeit halt auch sehr zurückgedrängt hat. Dann dachte ich mir so, naja, einfach mal so am Wegesrand an der Ruine halten und die durchkämmen, ist schwierig wegen. Wie heißt das? Jetzt habe ich den Tatbestand vergessen. Ach, Privatgelände, unbefugtes Eindringen, unbefugtes Betreten und so weiter und so fort. Ne? Und dann wird einem ja gleich noch Vandalismus angehangen. Also da kommt ja immer dann gleich so die ganze Palette. Diese Ruine war vorher noch keine Ruine. Du hast sie kaputt gemacht. Zahle dafür, du Schwein. So nach dem Motto. Ja, ich mag Expressionismus und Jugendstil und auch so ein bisschen Prä-Raphaelitismus. Ja, also ich, wie gesagt, Kunst finde ich ganz spannend, auch so abstrakte Kunst. Es interessiert mich alles sehr und je mehr man, auch Symbolismus ist toll, sobald man ein Werk hat, in das man Dinge reininterpretieren kann, bin ich da Feuer und Flamme. Ich weiß nicht, ob es euch da auch so geht. Worin man eigentlich nichts interpretieren kann, sind Karten. Und ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber ich mag Karten sehr gern. Ja, einfach nur Karten, Landkarten, Google Maps, Google Earth. Als ich 2011 zum allerersten Mal, ich wollte jetzt LSD sagen, es ist zu früh am Tag, DSL hatte, Gott, ey, als ich zum ersten Mal DSL hatte, da habe ich dann Google Earth entdeckt und ich war ein paar Tage sehr, sehr abhängig von diesem Programm, weil ich mich dann einfach durch die Welt klicken konnte und sehen konnte, wie es da zum Beispiel auf den Kerguelen aussieht, ne? Oder Falklandinseln oder so. Das ist faszinierend und deswegen zocke ich auch sehr gerne so Spiele wie Risiko oder Europa Universalis, wo man einfach nur Karten hat, wo man einfach eine Karte hat, wo man Einheiten rumschiebt. Das fasziniert mich wahnsinnig. Und ja, natürlich. So am Rande bemerkt, mag ich Musik sehr gern. Und damit meine ich jetzt nicht nur Metal, ich mag Musik sehr gern. Also wirklich Musik. Musik, die, also auf der einen Seite halt Musik, die so ein bisschen erhaben ist. Ich mag auch ruhige Musik, ich mag beschwingte Musik, ich mag epische Musik, so. Hauptsache die Musik erweckt irgendwie so ein Gefühl in einem. Und das ist wichtig, finde ich, dass die Musik einen berühren kann. Also nicht dieses, ach ja, la la la, sondern dass es tiefer geht. Ja, und wenn Musik tiefer geht, dann ist es für mich gute Musik. Das ist so mein Anspruch. Ne? Und das ist auch der Grund, warum ich manche Musik halt einfach wirklich hate, weil es für mich einfach nicht den musikalischen Wert hat, den Musik haben sollte. Ne? Das ist so der Hintergrund. Ja, Architektur habe ich schon gesagt. Geschichte und Geschichten find ich wahnsinnig faszinierend. Also Geschichte in der Schule habe ich schon sehr geliebt. Ich habe früher wahnsinnig viel gelesen und mich mit Geschichte auseinandergesetzt. Das macht man nebenbei natürlich auch noch. Aber mittlerweile sind ja auch viele andere Dinge, mit denen man sich beschäftigt. Und das ist auch der Grund, warum ich nie Geschichte studiert habe, obwohl man mir das irgendwie immer so. Also noch heute denkt man, ich habe Lehramt für Geschichte studiert. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, wenn ich das studiere, dann machen sie mir meine Leidenschaft kaputt irgendwie. Und so die groben Zusammenhänge kennt man und das, wofür man sich interessiert, damit beschäftigt man sich doch sowieso. Ne? Da brauche ich es nicht studieren. Ja, ich mag zum Beispiel Norditalien sehr gerne oder Irland oder auch die Ostsee. Ne? Also Norditalien, ich hab mir mal so überlegt, wenn ich mal alt bin und mein Lebenswerk sozusagen so vollendet habe oder so, sag ich mal, den Rest meines Lebens irgendwo in Ruhe verbringen kann, dann möchte ich gerne in die Toskana ziehen. Das ist so mein, ich glaube, das wäre mein Traum. So ein Weinberg vielleicht oder in so einem Bergdörfchen so ein bisschen schriftstellerisch tätig sein. Das wäre toll. Das ist für mich so der perfekte
Der perfekte Traum eines Lebensabends. Ja, und damit verbunden, ich schreibe wahnsinnig gerne. Ob das nun Gedichte sind oder einfach nur irgendwelche Fragmente, Gedankengänge, die mir durch den Kopf schießen. Oder aber auch Kurzgeschichten oder Romane. Ich arbeite gerade an mehreren Projekten gleichzeitig, weil ich kann nie an nur einem Projekt arbeiten. Ich bin, glaube ich, so ein bisschen sprunghaft, was das angeht. Ja, und da soll auch demnächst mal was rauskommen. Also was heißt demnächst? Demnächst. Nächstes Jahr vielleicht, das wäre richtig toll. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt ein Gedichtband rausbringe oder doch lieber erst einen Roman oder woran ich jetzt intensiver arbeite, dass ich es auch zum Abschluss bringen kann. Aber ich will nächstes Jahr unbedingt irgendwas veröffentlichen, weil ich mehrere gute Ansätze habe, wo ich mir denke, das wäre auch, also da könnte ich mir auch im Spiegel begegnen. Wieder so ein Gedanke, über den man nachdenken könnte. Im Spiegel begegnen, die Spiegelwelt durch den Spiegel. Aber das ist literarisch schon sehr oft aufgegriffen worden, glaube ich. Ja, das waren jetzt so die Punkte, die mir auf Anhieb eingefallen sind. Also ich mag auch, was mag ich denn noch? Ich mag Autos, ich mag Uhren. Ja, also war ja schon eine ganze Menge für meine Verhältnisse, oder? Was sind denn so die Sachen, die ihr richtig cool findet? Und was von denen, was ich so genannt habe, könnt ihr überhaupt nicht nachvollziehen? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es mir mal dort unten in die Kommentare, meine Lieben. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ach so, und meine Frage, ich habe gemerkt, ihr habt jetzt auf das letzte Video relativ wenig geklickt. Interessiert euch das nur nicht mit diesen Zombie-Geschichten? Oder war das das Bild, das ihr irgendwie komisch fandet? Schaut es euch unbedingt mal an. Ich habe das nämlich mit Felix aufgenommen und wir hatten riesigen Spaß und ich finde es ehrlich gesagt doch relativ witzig im Vergleich zu anderen Dingen, die ich mache. Wir sehen uns. Bis dann. Achso, und das Licht, das mag ich auch. Das ist ein Ringlicht. Das werde ich vermutlich öfters mal verwenden. Es sieht bestimmt dann im Bild jetzt echt total asozial aus, weil das quasi alles öffentlich zeigt, was in deinem Gesicht nicht stimmt, und das stimmt eines nicht.